Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder unterwegs, da der Umzug im Groben und Ganzen gelaufen ist. Natürlich geht es jetzt noch an so ein paar Feinheiten, aber das Grobe ist geschafft. Nur ganz kurz einmal, wie das Ganze kam. Ich bin ja dort erst vor 3 Monaten eingezogen, wo schon dieser Lockdown war. Und dadurch, dass unter der Wohnung, ja, ich muss noch dazu sagen, es ist ein sehr altes Haus mit diesen typischen alten Holzböden und was auch immer dazwischen ist, das weiß man ja nie so genau. Aber meistens ist es halt so ein Stroh-Lehm-Gemisch. Und da sind von dem Gewerbe, was da drunter war, halt einiges an Dämpfen durch die Decken gekommen. Und zwar nicht nur in das erste Obergeschoss, sondern sogar bis in das zweite Obergeschoss, in die nächste Wohnung. Das kann vielleicht so ein bisschen vermitteln, wie intensiv das war. Und daher habe ich meinem derzeitigen Vermieter mitgeteilt, dass das so nicht geht. Der war relativ einsichtig nach ein wenig Gesprächen, dass ich dann doch zum 1.4. kündige. Jetzt war es natürlich an mir, innerhalb von einer Woche eigentlich eine Wohnung zu finden. Und da hatte ich tatsächlich das Glück, auf meinen jetzigen Vermieter zu treffen, der ja für meine Situation größtes Verständnis hatte und mir ermöglicht hat, direkt am Folgetag einzuziehen. Da muss man ja mal sagen, das ist wirklich mehr als Glück. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, wie es ist, wenn man eine Wohnung sucht, gerade was Kleines, Bezahlbares in der Stadt. Und das war mir wichtig, dass es weiter in der Stadt ist. Ich habe jetzt 3 Kilometer zur Arbeit, das kann ich jederzeit immer noch laufen. Oder mit dem Fahrrad, was ich mir geliehen habe, dazu gleich auch noch was. Wie gesagt, diese Wohnung gerade frisch renoviert und wirklich schön gemacht. Ist ein Apartment mit Wohn-Schlafraum, einer separaten Küche, ein separates Bad und ein schöner Flur. In einem 8-Parteien-Haus mit Balkon, zwar Richtung Norden, aber immerhin. Und noch ein Kellerraum dabei, das Auto steht direkt an der Ecke. Also im Großen und Ganzen habe ich echt Riesenglück gehabt und zahle sogar noch die gleiche Miete wie vorher. Ja, der Balkon wird noch gemacht, da wird diese Schicht abgetragen, die da jetzt drauf ist zurzeit. Und mit Marmorkies und Epoxidharz aufgefüllt. Da habe ich mich dann natürlich direkt dazu bereit erklärt, dem Vermieter noch einen Schlüssel so lange zu lassen, bis das Ganze erledigt ist und er dann mit den Handwerkern natürlich auch da in der Wohnung rein und raus kann, was jetzt auch schon einmal geschehen ist. Aber da habe ich ein unheimlich gutes Gefühl bei dem Vermieter, der übrigens mehr oder weniger direkt im Nachbarhaus wohnt und jederzeit ansprechbar ist. Jetzt gab es auch schon das ein oder andere, was noch gemacht werden musste, wurde innerhalb von Stunden erledigt. Also ich sag mal, erstmal passt alles. Jetzt geht es nur darum, wieder so ganzen lästigen Geschichten mit Behörden und Versicherungen und Adressänderungen, was halt so dazugehört. Aber das ist dann auch noch zu schaffen. So. Und das war es eigentlich soweit wegen dem Umzug. Jetzt ist noch mal das Glück, dass ich mir dieses Fahrrad von guten Freunden ausleihen konnte, was denen ihren Sohn gehörte, da ich meins ja vorher verkauft hatte und tatsächlich kein neues bekomme. Und dadurch, dass jetzt schon wieder ein Lockdown beschlossen wird, wo ich am 1. April einen Termin hätte bei meinem Fahrradhändler, werde ich wahrscheinlich so schnell auch keins bekommen. Daher bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Rad so lange leihweise haben kann.
auch da nochmal ein Danke an euch. Ich weiß, ihr guckt diese Videos ja auch, dass ihr an dem Abend für Speis und Trank noch gesorgt habt nach dem Umzug und am nächsten Tag sogar noch fürs Frühstück. Das rechne ich euch hoch an. Und natürlich auch die Hilfe beim Umzug. Ne? Du weißt Bescheid oder ihr wisst Bescheid. Dankeschön. So, aber jetzt ein schönes, knackiges Video über Land im Süden von Lippstadt. Und los geht's. Vielleicht habt ihr am Anfang gesehen, dass hier auch der eine oder andere Güllewagen schon steht. Und dementsprechend duftet es hier. Aber es ist erträglich. Ich bin froh, dass ich rolle, so ein bisschen den Stress abschütteln kann, der doch in letzter Zeit sehr viel war. Und dann kommen solche Rückschläge natürlich wesentlich härter auf einen zu, denke ich. Naja, dort drüben, wo ihr die ganzen Holzpfähle seht, wird gerade ein neuer Radweg gebaut, der hier das ein oder andere Wohngebiet oder die Stadtteile verbindet. Bin ich jetzt noch nicht reingefahren, weil vorne noch Baustellenfahrzeuge standen. Deswegen probiere ich diese Ecke hier mal aus. Wir haben so 8 Grad, 9 Grad, glaube ich, gehabt heute Morgen. Ist okay, es ist trocken. Ich habe eine Stunde ungefähr Zeit, bevor der gute Mann von der Telekom kommt. Wobei die Terminangabe bei der Telekom ist ja auch der Hammer, muss ich auch mal erwähnen. Ich bin froh, dass das innerhalb von 3 Tagen klappt. Ja, das ist ja auch schon mal recht schnell, finde ich. Muss man wirklich sagen. Und wenn es bei der Telekom läuft, bin ich dort auch sehr zufrieden. Weil dann funktioniert auch alles. Nur oft dauert es halt ein bisschen. Aber in diesem Fall, wenn das alles heute klappt, Respekt. 3 Tage von Beauftragung bis ja, Durchführung finde ich toll. Naja. Was aber ein Knackpunkt ist, der Termin findet zwischen, jetzt haltet euch fest, 12 und 18 Uhr statt. Bitte halten Sie sich in der Zeit bereit. Also zwischen 12 und 18 Uhr finde ich schon heftig. Da kann man, glaube ich, doch ein bisschen besser planen. Nur mal so am Rande. Ja. Und jetzt wird wieder genossen hier. Der rapplige Radweg. Mit Blick Richtung Lippstadt Süd. Da hinten der große Funkturm. Und da ganz in der Nähe hat es mich jetzt auch hingezogen. Erstmal bin ich sehr zufrieden. Es ist sehr ruhig. Ich habe sogar wieder Jalousien. Ich war erschrocken, wie dunkel es nachts ist, wenn man die Jalousien zu hat. Hört sich blöd an. Aber in der alten Wohnung war halt ja, Tag und Nacht im Grunde gleich hell, weil da so viel beleuchtet war. War halt Stadtmitte, aber wirklich Mitte. Ne? Wenn das da mit den Gasen nicht gewesen wäre, wäre ich auch nicht rausgegangen. Ist einfach so. Aber Chemikalien braucht kein Mensch. Und das ist mir echt schon auf Atemwege geschlagen. Dann geht's halt nicht. Jetzt sehe ich gerade, wo ich rauskomme. Da bin ich schon mal mit euch hergefahren, beziehungsweise habe hier schon mal gefilmt. Und zwar ist da hinten dieser Kartoffelbauer, wo es Richtung Weckinghausen und Erwitte geht. Das wusste ich nicht, dass das dieser Weg ist. Aber mal schauen, vielleicht kann man ja noch mal abzweigen. Und letztendlich geht es ja nur ums Fahren. Ja, hier ist irgendwo so ein kleiner Motorflieger, erkennt man aber nicht bei dem diesigen Wetter. Oh, ich habe heute aber auch wieder Sabbelwasser getrunken, ne? Ja, man merkt, dass mir das gefehlt hat, irgendwie jetzt 2 Wochen mal nicht zu filmen und Fahrrad zu fahren. Kam schon so eins zum anderen. Herrlich jetzt, herrlich. Ja, wenn man hier so über Land fährt, dann fällt einem noch so das ein oder andere ein. Da hinten sieht man schon so ein paar Schwäne wieder auf den Wiesen. Und so beim Grübeln ist mir noch eingefallen, dass ja auch viele von euch hier durchaus positive Kommentare geschrieben haben, dass ich im Grunde einfach weitermachen soll. Und ihr habt ja recht, manchmal ist es nur schwer,
den Kopf noch hochzuhalten. Aber nach ein paar Tagen fühlt sich das ja schon immer wieder besser an. Auch ein Danke an die, die mir so regelmäßig über meine E-Mail-Adresse schreiben. Das freut mich besonders. Liebe Grüße an dieser Stelle. Geplant war ja, dass ich in der zweiten Osterwoche, also im Grunde von Gründonnerstag bis darauf den folgenden Sonntag, Urlaub nehme und dann so 7 Tage, 8 Tage mal wieder Richtung See fahre. So den Raum Rostock hatte ich vor, aber da politisch und virustechnisch das Ganze ja schon wieder gecancelt ist, habe ich natürlich auch meinen Urlaub zurückgezogen und werde jetzt die Ostertage komplett arbeiten. Das heißt, tagsüber, wenn das Wetter spielt, schön Fahrrad fahren und natürlich auch Videos machen. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und dann abends in die Nacht hin arbeiten und am nächsten Tag wieder schön aufs Fahrrad. Ist letztendlich auch Urlaub, wenn man den ganzen Tag zur freien Verfügung hat. Auch wenn ich sagen muss, dass die Nächte mich mittlerweile schon ein bisschen schaffen. Ich habe da nicht so viel Schwung am nächsten Tag und brauche dann auch mal mittags eine Stunde, wo ich mich hinlege oder nachmittags, wie auch immer. Weil selbst wenn ich um Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr ins Bett gehe, sind um 5, spätestens 5:30 die Augen wieder auf. Und wenn man das eine Woche macht, dann hat der Körper doch deutlich Schlafentzug. Aber ich freue mich drauf. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück mit dem Wetter und kann euch dann wirklich wieder schöne Ecken zeigen. Ich meine, hier über Land, ne? Ihr seht selber, hier sieht man nicht so wirklich viel. Da hinten müsste gleich ein Schloss kommen, meiner Meinung nach. Da war ich aber auch mit, vor guten 20 Jahren oder auch länger, seitdem nicht mehr. Deswegen lasse ich mich da selber überraschen. Aber ansonsten ist hier jetzt gerade nicht so viel. Aber letztendlich wollte ich euch einfach auch nur wieder so eine kleine Runde mitnehmen und mich mal mitteilen, was so die letzte Zeit gelaufen ist. Ich habe übrigens gegen die Windgeräusche was im Netz gefunden. Und sobald das mit dem Techniker heute klappen sollte, von der Telekom, werde ich natürlich diese Teile bestellen. Da hat mich jemand von euch drauf hingewiesen. Ich hatte die schon mal bestellt, habe aber jetzt festgestellt, dass die irgendwie verändert wurden und werde das nochmal ausprobieren. Danke auch für diesen Tipp. Ich habe gerade deinen Namen nicht parat, aber du wirst schon wissen, dass du gemeint bist. Und direkt hier am Wegesrand, schaut euch das an. Es wird Frühling, definitiv. Hier vorne sitzen wieder so zwei Schwäne. Ich weiß nicht, ob ihr die gut erkennen könnt. Ich zoome mal ein bisschen. So sollte es gehen. Ich habe gerade festgestellt, dass meine Kameraeinstellungen irgendwie verstellt waren. Ich hoffe mal, dass das Gefilmte bis jetzt okay war. Ansonsten entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Es lag tatsächlich an der Kameraeinstellung. Ich werde es aber trotzdem so lassen, weil das ja bei mir halt so ist. Das wisst ihr. Jetzt geht's nach Oberhagen rein. Und da in der Nähe ist auch schon das Schloss, aber vorher halte ich noch hier an der Schleuse an, die ich jetzt gerade erst sehe. Das kenne ich hier noch nicht. Ja, schön. Ich sage ja, es gibt immer wieder Ecken, die man in seiner eigenen Region nicht kennt. Schaut mal hier, der Wasserlauf. Sieht doch toll aus. Ja,
wie ich immer sage, einfach mal machen. Dort drüben sind noch einige Pferde zu sehen. Wunderschön. Und direkt hier an dem Wehr, wo das Wasser so rausschießt, ist ja besonders schön. Und hier ist nicht mal eine Kette zu. Wird ein bisschen lauter, aber hier kann man sogar drauf gehen. Ist das nicht wunderschön? Schon ein paar Minuten hier, weil es mich einfach fasziniert. Und hier geht's rein zum Gymnasium Schloss Oberhagen und die Schlossbühne. Oh, da ist sogar was los. Ach ja, ist ja Schule, klar. Mit einem kleinen Wassergraben hier schon. Aber da vorne wird es noch mal besser. Das Ganze ist hier ein privates Gymnasium, was staatlich anerkannt ist. Und hat einen gemeinnützigen Träger, den Schulverein Schloss Oberhagen, was ein eingetragener Verein ist. Hier schön der Burggraben. Kleiner Blick zur anderen Seite. Und ansonsten darf man das Gelände nicht weiter betreten. Aber zumindest mal hier vorne so einen kleinen Schwenk wird man wohl zeigen dürfen. Ein wunderschönes Gebäude. Aber wie gesagt, aufgrund Privatsphäre, da die ganzen Schüler auch gerade auf dem Hof stehen, möchte ich das nicht näher filmen. Aber ein schönes Fleckchen Erde hier. Oh, hier sieht es gerade ein bisschen weniger schön aus, aber hier bei der Kapelle geht es wieder. Jetzt bin ich auf der rechten Seite von dem Schloss, wo dieses Gewässer weitergeht. Und die alten Stallungen nehme ich an. Oh, das ist schon ein anständiges Anwesen hier, was man alles so sieht. Jetzt fällt mir gerade ein, es sind wahrscheinlich Abi-Abschlusspartys. Bestimmt Corona-konform. Aber das wird erklären, warum die gerade teilweise verkleidet waren. Ich hatte schon kurz überlegt. Aber das ist die einzige vernünftige Erklärung, die mir einfällt. Hier sieht man es richtig schön an dieser kleinen Allee, rechts und links. Alles schon schön gelb am Strahlen. Liegt vielleicht daran, weil das der Zuweg hier zur Ruhezone ist. Also zum Friedhof, meine ich natürlich. Von wegen letzte Ruhe. Entschuldigung. Ich sehe gerade hier das zugehörige Häuschen zum Friedhof. Also hier die Kapelle und so. Das nenne ich mal modern. Ich weiß nicht, wie alt das Ganze hier schon ist. Aber es wirkt noch sehr frisch.
sehr fröhlich irgendwie. Gefallen tut es mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es muss auch nicht immer alles so streng sein, nur weil es ein Friedhof ist. Aber da sind die Geschmäcker ja auch verschieden. Ich stehe halt auf diese alten roten Backsteingebäude oder Natursandstein oder sowas in der Art. Naja. So, Fakt ist, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, ich bin gleich wieder an diesem neuen Radweg. Muss jetzt zurück, weil ja der Telekom-Mensch zwischen 12 und 18 Uhr kommen könnte. Und ja, die Zeit ist leider erstmal schon wieder rum. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr bleibt mir treu. Abonniert schön weiter. Das freut mich auch immer. Und natürlich Kommentare. Ich finde das immer total klasse, wenn ich euch antworten kann. Und ich glaube, ich antworte auch jedem. Wobei, ich hatte neulich mal einen Kommentar. Da konnte ich gar nicht drauf antworten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also bitte nicht wundern, wenn das auch mal passiert. Es war aber auch jetzt nicht jemand von denen, die regelmäßig kommentieren, sondern jemand Neues. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.